Hallo, ich würde Sie gerne mitnehmen auf eine Reise. Es ist ein Trip in eine Gegend, der auf einem anderen Kontinent liegt. Aber gleichzeitig ist es eine Reise zu uns selbst, versprochen. Interessiert Sie, was hinter dem Lied von Biber Butzemann steckt? Wollten Sie immer schon einmal wissen, was die Elbetritsche wirklich sind? Oder warum der Belznickel gar nicht so freundlich aussieht wie der Santa Claus? Was ist der Murmeltiertag und warum könnte er genauso gut bei uns gefeiert werden? Die Antworten auf all diese Fragen finden sich in Pennsylvania. Dort leben die Nachfahren kurpfälzischer Auswanderer, die ihre Heimat vor 300 Jahren verlassen haben. Die Pennsylvania-Deutschen. Bei ihnen hat sich vieles erhalten, was bei uns durch Industrialisierung und mehrere Kriege verloren gegangen ist. Und deshalb können wir von den Pennsylvania-Deutschen viel über unsere eigene Identität lernen. Wer wir wirklich sind, sehen wir erst, wenn wir von Nordamerika aus in unsere Heimat blicken. Mein neues Buch gibt Ihnen einen kurzweiligen Überblick über Sprache und Kultur der Amerika-Pfälzer. Hibbe wie Dribbe, der Pennsylvania-Reiseverführer. 52 Geschichten erzählen von den Mühen der ersten Auswanderergenerationen in der neuen Welt, vom Aufstieg zu erfolgreichen Bauern und der Beharrlichkeit der Deutschen in Pennsylvania, mit der sie bis heute an ihrer Sprache und Kultur festgehalten haben. Sie geben aber auch Auskunft über Sehenswürdigkeiten dieses Ostküstenstaates, über die Möglichkeiten, Kontakt zu Amish und Mennoniten aufzunehmen und über die interessanten Museen und Volksfeste. Hibbe wie Dribbe, der Pennsylvania-Reiseverführer, möchte Sie dazu verführen, das Land der kurpfälzischen Amerika-Auswanderer kennenzulernen. Als Leser oder vielleicht einmal als Tourist. Ich lade Sie herzlich ein und freue mich über Ihre Unterstützung. Mit Ihrer Hilfe wird dieses Buch Realität. Ihr Michael Werner.